Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, im letzten Part haben wir den ersten Drachen besiegt. Es war kein geringerer als ein Sumpfdrache. Wie hieß er schnell? Bantrodor oder so irgendwie. Und heute möchte ich gerne unsere Teleporter-Rune nutzen, um aus dem Minental zu verschwinden. Ja, ich habe die Nase voll, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheißdreck hier. Ja, ich kündige, ich werde jetzt, weiß ich nicht, ich werde Wirt. Ja, ich gründe meine eigene Taverne irgendwo in Corinis und dann strecke ich meine Batschen hoch. Jawohl. Nein, Spaß. Wir haben ja einen tollen Hinweis, Tipp, wie soll man das sagen, bekommen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Drachenschuppen, die wir bekommen haben. Denn Bennett hätte da scheinbar was Tolles für uns. Und das heißt, ich brauche mal Pass Minental. So, wir werden das Minental kurz verlassen. Und unserem lieben Lieblingsschmied Bennett einen Besuch abstatten. Denn neue Rüstung braucht der Held, das ist leider kein Geheimnis. Das brauchen wir wirklich. Und außerdem können wir jetzt ja Diego seinen geliebten Lederbeutel wiedergeben. So. Dam-da-dam. Entschuldigung. Da musste ich mal kurz husten. So, ja. Ba-ba-ba-ba. Der Ladebalken ist dein Freund. Nein, ist er nicht. Das war nie, das wird er nie sein, denn mein Freund heißt Wolfgang. Ja. So. Passt. Ich brauche nicht hatschen. Wir können uns sofort exporten. Ich werde zuerst zur Hafenstadt gehen, weil sonst vergesse ich wieder drauf, dass Diego, dass wir seinen Lederbeutel haben. Ich habe nur kurz das Mikro verschupft. Moment. So, ich hoffe, das passt so. Erstens gibt es Erfahrungspunkte bestimmt und zweitens will sich Diego hier was aufbauen. Und wie es so ist im Leben, ohne Geld erreichst du nichts. Also zumindest in der zivilisierten Welt, wie es so schön genannt wird. Ja, ihr kennt das Leid. Hallöchen Diego, ich habe da was für dich. Ich habe dein Gold gefunden. Jö. Gut, zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Pass auf, ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Normalerweise dürfen wir noch rauf. Auch wenn wir ausschauen wie ein Drachenjäger und auch einer sind, dürfen wir ins obere Viertel. Gerbrand. Gerbrand, schau, da steht er schon. Hallo. Liebe Grüße von einem alten Freund von uns. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego, natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Was? Na dann. Na, okay, so eilig hat das dann scheinbar auch wieder nicht, ne? Da hatscht er mal fröhlich weg. Und Diego kommt daher. Verstehe. Gerbrand hat wahrscheinlich Diegos Haus. Ja. Adoptiert, sag ich mal, ne? Da kommt ja Diegolein. Hervorragend, haben wir unseren Kumpel auch geholfen. Das ist schön. Eine Hand wäscht die andere und zwei das Gesicht. So halt, irgendwie geht das alte Sprichwort. Ja, da hast du schön gemütlich. Du könntest auch laufen. Du hast zwei gesunde Beine, du könntest laufen. Mach's wie im Minental. Laufen. Alter, wie der sein Gesicht, verrenken kann, wollte ich sagen. Ich habe den Brief abgegeben. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Verdammt, wir hätten den Brief lesen sollen.
Aha, dann ist es doch nicht Diegos Haus, sondern wirklich Gerbrand seins. Und Diego hat ihn da scheinbar irgendwie, keine Ahnung, erpressen können, dass er jetzt das Weite sucht. Der Kasten, oder doch, ist es doch seins? Ich kenne mich nicht aus. Der Kasten gehört dir. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden. Doch, ist doch seins. Inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Jetzt denkt man, ne? Das sind eigentlich kleine Freuden des Lebens. Ne? In einem guten Bett schlafen, in einem warmen guten Bett schlafen und was Leckeres essen. Und der Mensch ist schon glücklich eigentlich. Ne? Und wie ist dir denn das gelungen? Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. Doch. Aber in ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Alter, ich hätte gedacht, dass du uns sowas erzählen würdest, ne? Und was ist jetzt mit dem Gerbrand-Typen da? Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt, während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Hey, ich das war keine köstlich. Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt der nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Na klar. Und was ist mit meinem Anteil? Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ja. Hier ist dein Anteil. Danke. Boah, 500 Gold. Was waren denn da drinnen, bitte, in dem Beutel? Und wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Korinis in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hättest mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Ja, na schön. Diego, mein Kumpel, man sieht sich. Passt, jetzt wo wir hier schön Zeit vertrödelt haben, noch schnell zu Bospa hingelaufen tut. Und die Felle abgeben tut. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das doch machen. Allein die Waagfelle, Alter, ich bin gespannt. Hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ja. Ich brauche neue Felle. Die hast du welche dabei? Also kriegst du. Ja, und zwar eine ganze Ladung. Hier bitte für dich. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Mhm. Fell von Wagen. Zähe Biester sind das. Ah. Boah. Das Fell eines Schattenläufers. 54 eine Menge wert. Waagfelle. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Alter, habt ihr das gesehen? Wir hatten 54 Waagfälle. Ich weiß, ein paar sind zwar in den Zelten gewesen, aber das ist ja übel. Also im positiven Sinne. Bohoho. Alter Schwede. Ich muss echt aufpassen, dass hier keine Taschendiebe unterwegs sind. Die würden sich da einen abfeiern mit uns, ey, wirklich. So, ja. Das ist mir doch auch wieder glatt ein Speichern wert. Passt. Grübel und studier. Vergesse ich irgendwas? Ich hoffe nicht, dass ich was vergesse. Das heißt, ich traue mich jetzt mal zu Onas Hof hin. Minental, Korinis, Taverne, Burg, Kloster, Großbauern. Da ist er. So, ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Kachanga, grüß euch. Servus. Haben wir eigentlich mit Patrick geredet? Fällt mir gerade so ein. Und, alles klar bei dir? Alles im Lot. Die Wassermagier haben uns sicher aus diesem verfluchten Tal gebracht. Was hast du jetzt vor? Ich werde weiterhin für Lee kämpfen. Eines Tages werden wir schon diese Insel verlassen. Und dann? Wir werden sehen. Wenn der Krieg noch tobt, geht's gegen die Orks. Aber das wird sich zeigen. Na gut. Na gut, okay. Du, was du nicht lassen kannst. Ja, wenn man bedenkt, wir haben schon einige Freunde, ne, hier. Eigentlich. Das ist wirklich nicht mein Problem.
So, Torloff und so. Und da haben wir unseren Bennett. Hallo, hey, Bennett. Ich habe ein paar Drachenschuppen für dich. Echte Drachenschuppen. Hier ist dein Gold. Das war's. Ich will eine Rüstung haben. Ich habe nicht gespeichert. Also in der Form. Warum kriege ich keine Rüstung? Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Meine Drachenschuppen. Die will ihm aber nicht geben. Entschuldigung, das lade ich jetzt mal. Nee, die will ich ihm nicht geben. Die muss ich ja aufsparen. Ich bild mir ein, damit konnte man uns eine tolle Rüstung machen. Jetzt war das hier für ein A und F und für ein Friedrich obendrein. Das finde ich jetzt aber nicht besonders nett. Käse, verdammt. Ich meine, wir kriegen ordentlich Zaster, aber auf den Zaster können wir, weißt du was, ne? Einen Haufen und so. Wir haben jetzt schon 13.000, ja fast 14.000 Gold. Wenn ich die Waffen noch alle wegbringen täte, tun, mir Scheren täte, tun, dann alter Schwede. Haben wir eine Badewanne voll Gold. Ich habe gehofft gehabt, ne, dass man hier was über eine Drachenjägerrüstung in Erfahrung bringen könnte. So ein Dreck. Naja, dann, nein, das war die Karte. Das war wieder voll falsch. Dracheneier. Dracheneier? Einer der Drachen faselt irgendwas von Nachkommenschaften und Bestand seiner Ahnenreihe. Ich fürchte, sie haben ihre Brut über die ganze zivilisierte Welt verteilt. Ah ja! Ach du Scheiße, das habe ich komplett vergessen. Hoshpak ist auch noch zu machen. Angas-Amulett, die Drachenjäger. Ja, dann war das jetzt eigentlich ein Schuss in den Ofen. Meine ganze Aktion hier. Das ist hervorragend, so haben wir es gern. Ja, das heißt, wir gehen wieder ins Minental zurück. Schön. Ah, warte. Ein Alchemietisch brauche ich noch. Den gibt es aber, glaube ich, eh in der Burg. So, was? Minental, Corinis. Gut, Rivusch. Tada! Und schon sind wir hier. La li la li la la. La la li la la la. Das war ein Schuss in den Ofen und eine Zeitverschwendung. Tra-li-la-li-la-la, so ein verdammter Dreck. Jetzt sauf ich glatt ein Sprung, Sprint, Trankerl und ich bin dann weg. So, runter damit. Auf geht's. Links, rechts. So, gut. Was machen wir denn als nächstes? Den Eisdrachen machen wir nicht. Den machen wir später, denn das ist quasi Big Boss, wenn man so möchte. Naja, okay, nicht Big Boss, aber im Minental halt der stärkste Drache von allen vier, die es gibt. Baum. Ich glaube zu wissen, wo der nächste sein könnte, den wir besiegen könnten. Da nehmen wir auch diesen Piff mit. Piff hieß er, glaube ich. Der da unten ist. Soll ich ihn gleich mitnehmen? Ich meine, es ist hier um die Ecke, was ich vorhabe, nachzuschauen. Und nachdem wir eh schon sprinten wie die Wahnsinnigen, könnte man den Deppen da eigentlich gleich mitnehmen. So. Servus. Speichern. Hallo, Biff. Wie wär's, komm mit. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Das skippen wir, weil das wissen wir schon. 100 Gold, 100 Goldmünzen. Wir haben genug Geld und der geht jetzt mit. Was liegt hier? Ein Heilkraut. So, boah, die Musik hier, ne? Boah, da fährt es mir gerade kalten Rücken runter. Ich glaube zu wissen, war.
Oder müssen wir dafür jetzt erst in die Burg rein? Normal nicht. Normal müsste hier in der Nähe gleich der zweite Drachen sein. Bist du noch hinter mir? Ich glaube, ich habe ihn verloren. Vor mir? Mist, ich darf nicht sprinten wahrscheinlich. Trottel, wo bist du? Hallo? Ist irgendwo hängen geblieben jetzt, oder was? Ach Gott, jetzt muss ich den Deppen da holen gehen. Hallo, Beef. Beef da. Kommst du mit? Trottel? Der ist weg. Ist er gestorben jetzt, oder was? Manchmal, ne? Ich komm da gerade jetzt nicht mit. Ist der jetzt gestorben oder was? Das war jetzt eine Fehlinvestierung sondergleichen. Ja. Ja, was soll man da noch sagen? Ich wollte nämlich darüber. Hui ja. Dann nehmen wir auch den Feldknöterich. Oh oh. Warane und Feuerwarane. Feuerwarane tun böse Aua machen. Ja, wo ist er denn jetzt? Beef da? Wahrscheinlich habe ich gerade einen vollen Bug ausgelöst, weil ich weggesprintet bin. Ah, nix gut. Ich meine, Warane sind kein Problem, aber Feuerwarane, die schon. Jetzt muss ich gerade da fällt mir gerade ein. Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Ich muss in die Burg. Ich hoffe, wenn ich mich jetzt porte, dass dieser Heini da hinter uns steht. Sonst habe ich wieder 100 Goldmünzen umsonst beim Fenster rausgeschmissen. Ich muss hier mal das Auge Innos aufladen. Ne? Ich Trottel. So. Geisterveränderung. Nein. Auge Innos wieder aufladen. Bitteschön. Katschanga. Das Auge pulsiert voller Energie. Katschanga. Soll man Tränke brauen? Ja, zu weit weg. Ich weiß gar nicht, kann ich große, starke Tränke? Ich glaube nicht. Essenz und Extrakt. Das Extrakt war, glaube ich, das mit 70... Ich muss das mal auswendig lernen, wie was heißen tut. Da oben. So. Es ist das Extrakt, ja. Da haben wir aber noch genug. Belassen wir es mal dabei. So. Schön. Scheimdreck. Weil das Auge Innos pulsiert voll Energie. Das ist schön. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Und mein Bifter da ist weg. Der Bifter da ist weg. So, was können wir da eigentlich jetzt? Was kann ich jetzt machen? Außer mal zu schauen, ob der Patch wieder zu Ende ist. Ja, gleich, verflixt. Ich quatsch da Opern und ich mach einfach nichts, ne? So, wir haben hier Waffen, Schutz vor Waffen, die kann ich mal wegtun. Und dafür Schutz vor Feuer. Oder ist es Magie? Schutz vor Feuer. Was macht ein Varan? Macht der Magieschaden? Ich glaube eher Feuerschaden, ne? Das gleiche mit diesem Amulett. Das kann Schutz vor Feuer. Warte mal. Schutz vor Feuerle. Stärke. Mana. Schutz vor Feuer 3. Ich hätte aber gern einen Schutz vor Feuer 5. Perfekt. Haben wir noch sowas? Haben wir da. Würde ich glatt probieren, ob das was bringt, aber ich glaube nicht. Schutz vor Feuer. Haben wir da noch gürtelmäßig? Tatsächlich. Gürtel des Feuerläufers. Jo. Also jetzt haben wir ordentlich Schutz. Jetzt könnte ich theoretisch sogar wirklich hier noch einen opfern. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Schau mal. Schutz vor Feuer, Drachenfeuer. Ach so, Drachenfeuer ist das. Ein Varan fällt nicht unter Drachenfeuer, oder? Das wäre dann Magie gewesen, ne? Denke ich mal. Oder? K
Können wir eh mal schauen. Können wir eh mal schauen. So, wo muss ich mich jetzt hin? Ja, jetzt müsste ich mich wieder raufbohren zum Minental. Dings. Zur Burg? Nein. Mäh. Und von oben wieder runterlaufen. Oder ich laufe hier einfach kurz im Kreis herum. Das könnte ich auch tun. Ich bin ja aber schneller, wenn ich von oben, glaube ich, das mache. So, vielleicht geht sich das noch aus. Ich will nur einen Test machen. Alter Schwede, so ein Aufwand, ne? Für nix und wieder nix. Da, Hatschen. 30 Jahre später. Boah, das ist heute nur eine sinnlose Hin- und Her-Teleporter-Geschichte mit viel Hatschen. Mehr ist das nicht. Schrecklich. Wirklich, wirklich schrecklich. Das tut mir in der Seele weh. Ja, wirklich wahr. Meine Seele schmerzt. Dieser Beef ist sicher gestorben. Der ist sicher da irgendwie da so runtergeplumpst. Kaputt, wahrscheinlich. Der ist futsch. Mich würde es gar nicht wundern. Ich glaube, der Kerl hat sowieso gepackt. Was jetzt aber scheißlich wäre, denn wenn wir den Deppen jetzt echt brauchen würden, ist er nicht da. Das wäre gar nicht gut. So. Auf jeden Fall möchte ich es gern probieren. Ob wir... Ich meine, die Warane, kein Problemchen. Aber die Feuerwarane... Das ist ein anderes Kaliber. So, da tun wir mal schnell speichern wieder mal. Boah, war das jetzt eine sinnlose Geschichte, alles zusammen. Komm her, Warantrottel. Hoffentlich kommen keine Feuerwarane mit. Schaut noch gut aus. Alter, also den hat gerade der Schlag getroffen. Das kann man gar nicht anders formulieren. So, mal schauen. Komm her, Waragi. Warani, komm, komm. Katschanka. Zweimal der Blitz getroffen. Das ist sehr schön. Gut, die leichteren haben wir überstanden. Jetzt kommt der Härtetest. Wobei... Es ist halt schade, diese Feuerwarane umzubringen, denn ich habe noch nicht gelernt, wie man deren Zungen entnimmt. Aber schauen wir mal. Ob ihr unter Drachenfeuer fällt? No. Komm, Blitz. 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 Jawohl. Und nochmal irgendwas. Jupp, die gehen schon sehr gut. Freilich kriegen wir wieder saftig viel Schaden, aber das geht trotzdem. Es würde gehen. Oh, nein, du nicht. Lass mich in Ruhe. So. Es würde gehen. Ich brauche nur eine Heilung. Schwere Wunden, um Gottes Willen. Nein. Irgendwas mit, ja, Mittel von mir aus. So. Tada. Und genesen. Und mit diesem schönen blauen Schimmer werden wir den heutigen Part beenden. Und im nächsten die Feuerwarane hier killen. Oho. Und dann hier die Felswand. Sieht man das? Wo die Felswand da, wenn ich gerade ausstehe, ne? Also wenn ihr das so rüber seht. Und ich kann man an der Wand vorbei hatschen und geht man Richtung bergauf sozusagen. Und da wird unser ja, nächster Part uns hinführen. Jo. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!